was zeigen, was sicher von Interesse ist. Und ich denke, dieser wundervolle Vortrag des Herrn Doktor hätte auch diese Folie enthalten können. Denn hier sehen wir etwas, was aus der Zukunft kommt, aus der Finalität und uns heute schon beschäftigt. Wir reden über 5G. So könnte der Verkehr aussehen in der Zukunft, weil alles natürlich ferngesteuert ist mit 5G, Mobilfunk, 4G haben wir ja schon in der Schweiz zum Beispiel, ich komme aus der Schweiz, in der Schweiz haben wir es überall, also selbst in den Bergen haben sie überall 4G, in den kleinsten Dörfern gibt es 4G. Und an 5G arbeitet man inzwischen und damit wird sozusagen der Mobilfunk für uns immer, immer dichter, wir werden immer stärker von diesem Mobilfunk umgeben. Ich bin Richard Neubersch oder heiße Richard Neubersch, bin Inhaber von Swiss Harmony und ich möchte Ihnen sagen, es geht jetzt nicht um Swiss Harmony und es geht auch nicht um mich, sondern es geht wirklich um Sie. Wenn Sie sich vorstellen, gehen wir mal in die Vergangenheit zurück. Vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 500 Jahren etwa, hat Kopernikus entdeckt oder festgestellt, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgedreht. Bis dahin hat jeder geglaubt, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Und ob Sie es glauben oder nicht, es hat 300 Jahre gebraucht, bis die Öffentlichkeit offiziell darüber informiert wurde. Bis dahin haben die meisten Menschen geglaubt, es sei immer noch so, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Und 300 Jahre heißt, vor 200 Jahren war dieser Glaube noch fest in uns allen existent. Selbst andere Wissenschaftler in Italien, Galilei und Bruno, sind sozusagen eingekerkert worden und der Häresie angeklagt worden, weil sie auch diese These von Kopernikus unterstützt haben. Und stellen Sie sich vor, es war tatsächlich erst 1822, ist noch keine 200 Jahre her, wo zum ersten Mal offiziell anerkannt wurde, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Es ist eigentlich undenkbar, unfassbar. Wir können uns das kaum vorstellen. Und es gibt so viele andere Dinge, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Zum Beispiel dies hier. Ich meine, würden Sie sich Ihre Zähne mit radioaktiver Zahncreme putzen? Es ist aber passiert. 1928 war das der letzte Schrei. Und das wurde tatsächlich auch von Universitäten abgesegnet, von der Wissenschaft abgesegnet. Es gab sogar radioaktive Kosmetik, radioaktiven Zwieback, es gab radioaktive Heilbäder. Alles das war völlig in Ordnung. Heute undenkbar. Wissen Sie, was hier passiert? Hier wird Asbest abgebaut. Weil auch Asbest war früher mal der Baustoff überhaupt. Ist überall verwendet worden. Und dann irgendwann wurde er verboten. Er wird übrigens heute immer, er wird immer noch produziert und wird dann an Drittländer verkauft, in Afrika und wer weiß wo. Aber hier ist er verboten und Sie sehen, wie er abgebaut wird, weil man weiß, Asbest ist, macht einfach krank. Ja, und das ist das, was mich beschäftigt. Ich sehe heute die Kinder, ich sehe sogar Babys mit Tablets arbeiten, beinahe jeder kleine Junge, kleines Mädchen hat schon sein eigenes iPhone oder Smartphone. Und da muss ich mich fragen, die Selbstverständlichkeit, mit der wir heute umgehen, mit diesen Dingen und das für ganz normal halten, wie werden wir darüber in 20 oder 30 Jahren denken? Denn wir wissen, und wir wissen das nicht erst seit gestern, wir wissen seit 1971, wissen wir, dass Mobilfunk gab es damals ja noch nicht, aber Hochfrequenzen und Mikrowellen, was die mit dem Körper machen. Das medizinische Institut der Kriegsmarine in Amerika hat 1971 eine Sammlung von über 2000 Studien zusammengestellt. Und das ist dieses Titelbild davon. Und in diesen Studien wurden über 100 verschiedene Effekte, die durch nicht-thermale Einwirkung mit geringen Intensitäten entstehen, festgestellt und nachgewiesen.
Und dazu zählten zum Beispiel neuropsychiatrische Effekte, hormonelle Effekte, Herzprobleme, Chromosomenbrüche und histologische Veränderungen bis hin zum Zelltod. Im Einzelnen sieht das dann so aus: verringerte Zeugungsfähigkeit, verringerte weibliche Fruchtbarkeit, erhöhtes Auftreten. Ich muss das ja nicht als voll, Sie sehen es selbst. Und ich habe ja nur 10 Minuten. Ich will Ihnen damit nur sagen, es ist schon seit 1971 bekannt, was Mobilfunk und überhaupt hochfrequente Strahlung für uns Menschen bedeutet. Und mir liegt es deswegen am Herzen, weil in meiner Arbeit sehe ich nicht nur elektrosmogbelastete Menschen, sondern ich sehe die, die darüber hinaus extrem elektrosmog-sensibel geworden sind. Und solche Menschen haben eigentlich ihr Leben verloren, weil sie können nicht mehr arbeiten, sie können nicht mal mehr einkaufen gehen. Es ist einfach wahnsinnig schwierig für sie zu leben. Vor allen Dingen kriegen sie keine Unterstützung, weder bei Ärzten und Heilpraktikern, weil die das alles nicht verstehen können, und auch nicht in ihrer eigenen Familie und schon gar nicht bei den Freunden. Also sie vereinsamen tatsächlich. Und was mir viele extrem sensible auch sagen, und ich finde, das ist auch hier erwähnt worden, die Verbindung zum Göttlichen geht verloren. Immer dann, wenn es ganz schlimm ist, gibt es keine Möglichkeit mehr. Man hat keinen Kontakt mehr zu seiner eigenen inneren Spiritualität. Ist wahrscheinlich auch grundsätzlich das, was mit diesen Hochfrequenzen eigentlich beabsichtigt ist, wenn wir das genau ansehen. Und deswegen stehe ich hier. Ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken und die Möglichkeit zuzulassen, dass viele Ihrer Symptome, vor allen Dingen chronischer Symptome, möglicherweise aufgrund des Elektrosmogs in Ihnen vorhanden sind. Und einfach mal hinschauen, was Sie tun können, um da etwas gegen zu unternehmen. Und deswegen ist dieser Kongress für Sie der geeignete Ort. Nicht nur, weil Swiss Harmony hier ist, sondern auch, das wollte ich Ihnen noch schnell sagen, das ist der Anstieg der Anzahl der Mobilfunkanschlüsse weltweit. Insgesamt 7,7 Milliarden inzwischen. Sie sehen, wie schnell das alles gewachsen ist. Wir wissen nicht, wie das sich weiterentwickeln wird. Und eine Umfrage der Techniker Krankenkasse hat festgestellt oder hat gefragt, was sind die schwersten oder die häufigsten Beschwerden, unter denen Sie leiden? Rückenschmerzen als erstes, aber dann alles das, was dann kommt, danach Erschöpfung, Ausgebranntsein, Schlafstörung, Kopfweh, Nervosität, Gereiztheit, Herz-Kreislauf, Depression. Das ist zufällig genau das, was die Wissenschaftler festgestellt haben, was Elektrosmog mit dem Menschen macht. Und wenn Sie was dagegen tun wollen, ich glaube, jetzt kommt es, dann haben Sie die Möglichkeit, hier im Kongress ganz viele Stände zu finden und sich dort zu informieren über Möglichkeiten gegen Elektrosmog, sich erstens zu informieren über die Produkte, die angeboten werden. Und das sind alles Bilder, die ich gemacht habe gestern von den Ständen. Überall da finden Sie Hilfe und ich will Sie einfach einladen, da mal nachzufragen, was Sie tun können. Herzlichen Dank.